herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Ich mache an einem Weihnachtskalender mit, wo viele tolle YouTuber mit dabei sind. Wir werden euch jeden Tag ein tolles Weihnachtsgericht zeigen. Und heute bin ich mit meiner Reihe dran. Und ich möchte euch heute eine leckere Dominosteintorte zeigen. Diese Torte war richtig super lecker. Welche YouTuber dabei sind und welche Rezepte euch erwarten und welche Rezepte schon online sind, könnt ihr in der Infobox sehen. Kommen dann auch gleich zu den Zutaten. Für die Füllung brauchen wir 400 Gramm Zartbitter-Kuvertüre, 600 Milliliter Sahne, Schlagsahne und eine Packung Dominosteine, 250 Gramm. Und für den Ganache werde ich dann einfach 200 Gramm Zartbitterkuvertüre und 200 Milliliter Sahne zum Schmelzen bringen. Für den Ganache habe ich die Blockschokolade einfach klein geschnitten und gebe dann 200 Milliliter Schlagsahne hinein und lasse es ganz kurz aufwärmen, sodass die Schokolade dann auch schmelzen kann. Ihr könnt natürlich auch die Sahne einmal aufkochen und dann die Schokolade hineingeben und unter ständigem Rühren einfach zum Schmelzen bringen. So, die Schokolade ist jetzt geschmolzen und ich werde die Schokolade einfach mit einem Mixer so ganz kurz schlagen und dann über Nacht kalt stellen. Für die Füllung habe ich die Blockschokolade einfach klein gemacht. Ihr müsst das jetzt nicht unbedingt reiben und werde dann 600 Milliliter Schlagsahne hineingeben. So, jetzt werde ich das auf schwache Hitze einfach zum Kochen bringen. So, die Schokolade ist jetzt geschmolzen und ich werde die Schokolade einfach mit einem Mixer ganz kurz schlagen und gebe jetzt eine Packung Dominosteine hinein. Und lasse die Dominosteine da auch einfach schmelzen und stelle die Schokolade einfach über Nacht kalt. Wir brauchen für einen hellen Tortenboden 6 Eier, 120 Gramm Mehl, 80 Gramm Speisestärke, ein Päckchen Vanillezucker, 1 Teelöffel Backpulver, 50 Gramm Butter geschmolzen, 150 Gramm Zucker, 4 Esslöffel kaltes Wasser und eine Prise Salz. Als erstes habe ich Eigelb und Eiweiß voneinander getrennt. Werde erstmal Eiweiß mit einer Prise Salz und Wasser steif schlagen. So, ich werde das jetzt umfüllen. Ihr könnt sehen, dass das richtig fest geworden ist. So, jetzt kommt der Zucker rein. Und Vanillezucker kommt da auch noch mit rein. So, ich habe das jetzt so lange geschlagen, bis das so richtig cremig geworden ist. Jetzt kommt Eigelb rein. So, jetzt habe ich zum Schluss das Mehl mit Speisestärke und Backpulver vermischt und werde es dann einfach über die Eimasse sieben und vorsichtig unterheben. Also hier benutzen wir keinen Mixer mehr, das machen wir einfach mit einem Löffel. Vorsichtig unterheben. So, ganz zum Schluss gebe ich dann die Butter noch mit rein. Ich habe einen 26er Springform mit Öl bestrichen und Backpapier einfach rund ausgeschnitten und ausgelegt. Jetzt kommt der Teig in die Springform rein und klopft das so ein-, zweimal, damit sich da keine Luftblasen bilden. So, jetzt werde ich den Tortenboden bei 175 Grad Ober- und Unterhitze 45 Minuten backen. Ich habe Saft von 3 Orangen einfach ausgepresst, habe hier 4 Esslöffel Zucker
und einen Esslöffel Speisestärke. Ich werde das Ganze einfach mit einem Schneebesen schlagen und dann zum Kochen bringen. Sobald es anfängt zu kochen, mache ich den Herd aus und werde das dann einfach lauwarm auskühlen lassen. So, wie ihr sehen könnt, ist das schön dickflüssig geworden. Und ich werde jetzt den Herd ausmachen und es beiseite stellen. So, nächsten Tag habe ich dann meine Schokoladenfüllung eine Stunde in Zimmertemperatur jetzt gelassen und schlage die Sahne mit dem Schokolade und natürlich auch Dominosteine. So, ich habe den Tortenboden jetzt aus dem Ofen rausgenommen und werde es dann vollständig auskühlen lassen und dann in 3 Teile waagerecht schneiden. So, den ersten Boden habe ich schon in meine Springform hineingegeben und werde es dann ein bisschen mit Orangensaft einweichen, damit das schön fruchtig schmeckt. Und bestreiche es mit meinem Orangengelee, was ich ja vorbereitet habe. Also ich gebe einfach die Hälfte drauf und die andere Hälfte kann ich dann über dem zweiten Boden geben. Somit schmeckt das richtig fruchtig und saftig und lecker natürlich auch. So, jetzt kommt Füllung rein. Die Füllung hatte ich ja schon geschlagen, sieht so aus. So ungefähr die Hälfte gebe ich drauf. So, jetzt werde ich die Torte einfach mit Dominosteinen belegen. Also ich werde erstmal den Rand richtig schön belegen, damit das fest wird. Und die Mitte könnt ihr dann immer teilweise oder ganz, wie ihr möchtet. So, jetzt gebe ich noch ein bisschen Füllung darüber. Erstens, damit der zweite Boden daran haften bleiben kann. Und zweitens, damit die Lücken dann gefüllt sind. So, nun kommt der zweite Boden darüber. Und den werde ich auch jetzt mit Orangengelee einfach bestreichen. Meine Spachtel ist mit Cremefüllung jetzt beschmiert, aber das ist überhaupt kein Problem, weil das Ganze wird ja sowieso schon vermischt. Darüber kommt nämlich die restliche Creme. Jetzt kommt der letzte Boden darüber und gebe den Kuchen für 2 Stunden in den Kühlschrank. Ich habe meine Torte jetzt aus dem Kühlschrank rausgenommen. Das war dann so ungefähr 2 Stunden im Kühlschrank. Und werde die Torte jetzt mit Ganache bestreichen. Das ist dann mein Ganache zum Bestreichen. Das hat auch Zimmertemperatur. Das muss so eine Konsistenz wie Nutella haben. Wenn es zu fest ist, könnt ihr das kurz in die Mikrowelle hineingeben. Und jetzt werde ich die Torte nochmal für eine Stunde in den Kühlschrank geben. Ich habe 2 Packungen Fondant mit Schokoladengeschmack gekauft. Ich habe früher mein Fondant immer selber gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Es gibt jetzt Fondant überall zu kaufen. Also ich werde den Fondant erstmal weich kneten und dann einfach ausrollen und die Torte damit überziehen. So, ich habe jetzt meinen Schokoladenfondant ausgerollt und werde damit einfach die Torte überziehen.
So, die Seiten lasse ich einfach so. So, ich habe meine Torte mit den Sternen und Weihnachtsbäumen dekoriert und habe dann einfach Puderzucker bestreut, damit das so wie Schnee aussieht. Fertig ist meine weihnachtliche Torte. Hat euch auch dieses Rezept gefallen? Ich würde mich freuen, wenn ihr das Video teilen und kommentieren würdet. Für mehr Weihnachtsrezepte schaut einfach in der Infobox nach. Da sind genügend Rezepte, die euch interessieren würden. Vieles ist schon online und alles andere kommt noch. Ich wünsche allen, die das ausprobieren möchten, viel Spaß dabei und sage Tschüss bis zum nächsten Video.